Hier siehst du die Zutaten für mein selber gemachtes Küchenfutter. Ich habe hier ein paar Haferflocken, hartgekochte Eier, könntest auch Rührei nehmen. Das hier sieht zwar aus, als hätte ich es mit der Pfanne gar geprügelt, aber das war ein angeknackstes Ei und naja, so kommt es raus, wenn man ein angeknackstes Ei kocht. Karotte, ein bisschen Sonnenblumenkerne, sind ja ein bisschen fettig, in dem Ganzen nochmal mehr Substanz. Bierhefe. Auf gar keinen Fall so viel natürlich. Die gibt es noch ein bisschen oben drüber. Das ist halt mein Vorratsgläschen. Eine Mischung an Grünzeug, Kräutern. Ich fasse da jetzt mit dem Löffel rein, weil wie du siehst, sind da Brennnesseln drin und ich bin ein bisschen Weichei. Brennnesseln sind ganz toll für Küken. Oregano super. Löwenzahn ganz klasse für Küken. Ich habe jetzt einfach aus Lust und Laune noch ein bisschen Spitzwegerich mit reingegeben. Und hier fermentiertes Getreide, in dem Fall Weizen und Mais. Das bekommen auch meine Hühner mit ins Futter gemischt. Das ist einfach das Körnerfutter, das reguläre, was ich sonst auch trocken geben könnte. Eingeweicht, fermentiert. Da werden die Nährstoffe nochmal besser verfügbar gemacht. Das Ganze wird weicher, ist also für die Küken auch besser zu fressen. Aber natürlich immer noch, sage ich jetzt mal, ein bisschen zu groß. Es wird also auch nochmal klein gehäckselt. Die Karotte wird fein gerieben. Das Ei wird schön zerstampft. Die Kräuter super fein gehäckselt. Da musst du dir dann auch keine Sorgen machen, dass die Küken sich irgendwie an den Härchen brennen könnten oder so. Also da brennt nichts mehr, wenn die einmal durchgehäckselt wurden. Und wie das Ganze dann fertig aussieht, zeige ich dir gleich. So, ich habe die Kräuter jetzt in der Küchenmaschine klein gehäckselt. Könnte ich theoretisch auch in meiner, wie heißt das, Turbo-Chef oder so, so eine handbetriebene Geschichte klein machen. Ich habe festgestellt, mit frischen Kräutern, die also so saftig sind, tue ich mir mit der handbetriebenen Version ein bisschen schwer. Also die elektrische Küchenmaschine macht es wesentlich feiner. Da kann ich jetzt einfach direkt die Karotten drauf raspeln mit der Küchenmaschine und dann habe ich einen Arbeitsschritt nach dem anderen und meine fertige Mischung dann direkt im Topf liegen. Bevor die Karotte oben noch drauf geraspelt wird, weil da brauche ich einen anderen Einsatz dafür, haue ich noch die Körner mit durch und die Haferflocken. Und das Ei werde ich einfach so mit rein barzeln oder brazeln mit der Gabel. Das kann ich zum Schluss machen. So sieht die ganze Geschichte jetzt also aus. Eigentlich ganz appetitlich. Ich gebe dem Ganzen noch so einen kleinen Teelöffel Bierhefe mit. Einfach so ein bisschen drüber. Und einen winzigen Schluck Pflanzenöl. Das ist hier jetzt ein Rapsöl. So, das wird jetzt schön vermischt. Du siehst, das ist so richtig toll fein, feucht, krümelig. Ja. Also, das lässt sich gut picken, ist nicht zu fein. Es sind verschiedene Bestandteile drin mit verschiedenen Größen, aber da haben die Küken was zu tun, da haben sie einen Spaß dran und für die Glucke ist das auch ganz toll. Und das bekommen sie jetzt serviert. Übrigens nicht in dieser wunderschönen Porzellanschüssel. Die mache ich jetzt nur fürs Video. Die kriegen das in einem ganz normalen Plastikuntersetzer. Guten Appetit! So, die Glucke ist mit den Küken vor lauter Schreck wieder in den Stall gegangen, als ich gekommen bin. Wenn du dich wunderst, warum das Futter hier so eingeklemmt ist zwischen zwei Blöcken, meine Glucke tendiert dazu, einfach so mal pauschal alles so wegzuscharren. Die macht dann immer eine Riesensauerei aus dem Ganzen und das Futter ist dann überall. Ist zwar schon auch lustig für die Küken, das dann wegzupicken, aber naja, muss ja nicht sein. Jetzt werde ich sie gleich mal ein bisschen rausscheucheln, bevor die Fliegen sich übers Essen hermachen. Hörst du, wie sie die Kleinen ruft? Und jetzt geht's ab in der Futterschüssel. Ich guck mal, ob ich das hier ohne dieses lästige Netz filmen kann. Aber Netz ist wichtig. Vögel, Katzen, muss gut gesichert sein. Ja, lässt sich schmecken. Gut an. Sitzen natürlich alle drin. Ich hoffe, sie fressen, bevor sie da alle reinkacken. Ich finde es toll, wie die Glucke wirklich ruft und zeigt. Ich habe das gestern auch nochmal beobachtet. Dann fällt so ein Stückchen raus. Kleines Küken versucht es zu erwischen. Rollt zur Seite. Glucke stupst es wieder hin mit ihrem Schnabel und so weiter. Also ganz toll. Und dadurch, dass es so eingeklemmt ist, kann sie jetzt hier einfach kein Chaos veranstalten und alles. Siehst du, sie versucht's. Alter Schwede.
Ja, genau. Ui, hast du da was erwischt? Kleiner Lauser. Super. Also ganz tolles Futter und Glucki, lass gut sein, Alte. Mach mal halblang. Aber dann haben sie ein bisschen was zu suchen im Auslauf. Wunderbar.